Ja, hi ho, hi ho, meine lieben Rollenspielfreunde, zu einem neuen Projekt von mir. Und wie man sehen kann, es ist Baldur's Gate 2. Ja, Baldur's Gate 2, endlich mal geht's los. Es ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich Teil 1 angefangen und beendet hatte. Und ich hatte auch schon ein paar Anfragen, wann es denn endlich mal mit dem zweiten Teil weitergeht. Und ja, hier sind wir. Wie man sehen kann, ich habe beides installiert, Schatten von Arm und die Erweiterung Thron des Baal. Und wir werden jetzt einfach in Schatten von Arm reinsteigen. Und wenn ich hier draufklicke, kommt das Intro, also bin ich da mal ganz ruhig dabei. Ihr verbrachtet eure Kindheit in der Bibliotheksfestung Kerzenburg, unter der schützenden Hand eures Ziehvaters Gorion. Imoen teilte dieses Zuhause mit euch. Sie war eine verwandte Seele, und ihre Vergangenheit war ebenso mysteriös wie eure eigene. Die Ermordung von Gorion brachte euch einige Antworten auf eure Fragen ein, denn sein Mörder Sarevok entpuppte sich als euer Bruder. Ihr und Sarevok wart das Erbe der Zeit der Klagen. Jener chaotischen Ära, als die Götter Fleisch wurden und gezwungen waren, auf Erden zu wandeln. Einer dieser Götter sah seinen eigenen Tod voraus. Und so wandelte er vor dem Kataklysmus über das Land und zeugte eine Anzahl sterblicher Nachkommen, die ihm als Keimzelle für seine Wiederauferstehung dienen sollten. Diese Gottheit war Baal, der Fürst des Mordes. Und ihr seid eines seiner Kinder. Sarevok wollte einen blutigen Krieg mit möglichst vielen Opfern auslösen, um zu beweisen, dass er es wert sei, der neue Fürst des Mordes zu werden. Ihr tötetet euren Bruder und schicktet seine verdorbene Seele zurück zu Baal. Ihr wart der Held von Baldurs Tor. Doch einige hegten bereits den Verdacht, ihr könntet vom selben Vorfahren abstammen wie Sarevok. Bald darauf seid ihr verschwunden. Unter düstereren Umständen, als es irgendjemand für möglich gehalten hätte. Sie kamen, als ihr euch gerade zur Rast gelegt hattet. Geschöpfe, die von einem Nebel verhüllt waren, der auch eure Sinne umnebelte und die Trennlinie zwischen Wachen und Träumen verschwimmen ließ. Es lag weder Bösartigkeit in ihrem Tun noch Hass. Auch gab es keinen Hinweis, dass vielleicht eine alte Rechnung beglichen werden sollte. Nur eine schnelle Gefangennahme und die Vorahnung von noch viel schlimmeren Dingen. Ja, Freddy Krüger lässt grüßen. Ja, das hier ist ein Text wegen Thron des Baal. Also, dass wir in die Wache der Festung reisen können, die eigentlich zu Thron des Baal gehört, aber die bereits im Hauptspiel vorhanden jetzt ist. Ja. Also wir könnten auch die wachende Festung teilweise spielen und sie dann während der Erweiterung beenden. Der Fortschritt wird halt übernommen. Ja, gut. Erstmal die Musik etwas leiser machen. Sprache können wir laut lassen. Das hatte ich nämlich ganz vergessen einzustellen. Ja, EX-kompatible Soundkarte. Das erkennt er leider nicht, weil ich nur Onboard-Soundkarte habe. Gut. Was haben wir noch für Einstellungen? Komplett heilen stelle ich mal ein.
Ja, was den Schwierigkeitsgrad angeht, ich habe ihn auf Dings eingestellt, auf normal. Ne, halt auf D&D-Regeln, Mitte also. Das heißt, es ist genauso wie in Baldur's Gate 1. Ja, hier steht es, D&D-Regeln wie Baldur's Gate 1. Die Sache ist die, für Baldur's Gate 2 gibt es diesen Tweak mit den maximalen Trefferpunkten nicht. Das heißt, ich werde jedes Mal den Schwierigkeitsgrad beim Level-Up 1 runterstellen, dass ich hochleveln kann, also die maximalen TP kriege. Dann werde ich es wieder auf Mittel stellen, dass wir nochmal weiterspielen können, weil der Schwierigkeitsgrad kann jederzeit verändert werden. Blablabla. Also jedenfalls habe ich das so gelesen, weil ich habe nach einem Tweakpack geguckt, mit dem er auf Schwierigkeitsgrad Standard, heißt der, wo ich jetzt gerade bin, trotzdem maximale TP rauskriegt. Und sie haben geschrieben, stell einfach beim Level Up den Schwierigkeitsgradregler auf normal Level Up und stell ihn wieder hoch. Oh, automatische Pause. Charakter stirbt, Charakter ist verletzt, Feind gesichtet, Falle gefunden. Waffe ist unbrauchbar. Nein. Das brauchen wir nicht. Charakter getroffen. Ende der Runde. Charakter Zauber. Nö. Alles andere ist gut. Soweit. Rückmeldungen. Markierungen. Richtungspfeil. Ist auch alles okay. Wir könnten Trefferwürfe mal einschalten. Aber dann taucht das viel zu oft auf. So. Grafik ist alles okay, so wie es ist. So, Videosequenzen haben wir jetzt gerade gesehen. Wir können hier den Einzelspieler. Wie man sehen kann, keine Spielstände gerade. Das Tutorial brauchen wir uns nicht ansehen. Das ist einfach nur wirklich ein bisschen Tutorial, Steuerung und so weiter. Das, was in Baldur's Gate 1 halt der Prolog war, mit den ganzen Mönchen, die rumstehen, ist hier ein richtiges Tutorial jetzt, aber das ist recht unnötig. Wir wollen ein neues Spiel starten. Jo. Wir können hier unseren Charakter importieren, aber vorher will ich euch mal kurz die Klassen zeigen. Dazu mache ich mir einfach irgendeinen Menschen. Es gibt nämlich in Baldur's Gate 2 erstmal neue Klassen, im Gegensatz zu Baldur's Gate 1, nämlich Hexenmeister, Mönch und Barbar. Die drei sind neu. Also in Baldur's Gate 1 hatten wir nur Kämpfer, Waldläufer, Paladin als Kämpferklassen, Kleriker, Druide, Magier als Magierklassen, Dieb und Barde als Specialklassen, also Sonderklassen. Jetzt ist Hexenmeister als neue Magierklasse, Mönch als neue Sonderklasse und Barbar als neue Kämpferklasse hinzugekommen. Wobei Mönch eigentlich auch eher eine Kämpferklasse ist. Und ich Mönch eigentlich ganz cool finde. Der Mönch kann nämlich unbewaffnet kämpfen und ohne Rüstung und hat trotzdem einen verdammt hohen Schadensoutput. Erstens das und zweitens hat er hohe Trefferwahrscheinlichkeit und eine hohe Rüstungsklasse, trotz dass er keine Rüstung trägt. Mönch kann nur Waffen verwenden, die dem Dieb aufgenommen sind. Da, der Mönch ist gegen normale Waffen immun ab Stufe 20. Der Mönch ist eigentlich recht böse, aber man muss ihn halt hier im zweiten Teil frisch erstellen. Man kann also keinen Mönch im ersten Teil spielen, was ein bisschen schade ist. Und ja, ich spiele Classic Baldur's Gate. Ich spiele weder die Enhanced Edition noch die, wie hieß es, Tutor. Oder wie die andere, wie das andere Modpack hieß, mit dem man Baldur's Gate 1 auch in 2 spielen kann. Gibt's extra ein Modpack dafür. Ja, minus 1 Rüstungsklasse gegen Geschosse alle 3 Runden. Rettungswürfe auf Zauber. Ab der 5. Stufe eine Immun gegen Krankheiten. Sowie gegen Hast und Verlangsamung. Ab Stufe 7 kriegt er Handauflegen wie der Paladin.
Stufe 8 Initiativfaktor. Stufe 9 Rettungswürfe. Ist immun gegen Bezauberung. Die Fäuste des Mönches treffen wie eine magische Waffe plus 1, plus 2 und plus 3. Ist gegen Gift immun. Erneut minus 1 auf Initiative. Die Fäuste des Mönchs treffen mit einer magischen Waffe plus 2. Ja, das hatten wir gerade. Vibrierende Hände. Ja, damit kann er einen Gegner instant töten. Das ist auch böse. Der Mönch erhält 3% Magieresistenz hier Stufe. Das sind 42 auf Stufe 14. Ja, Mönch ist halt am Anfang recht schwach und wird halt mit den Level-Ups immer stärker. So, jetzt wollte ich euch aber eigentlich noch zeigen. Die alten Klassen, also Kämpfer und so weiter, die haben Unterklassen gekriegt. Also wenn wir sehen, wenn wir die drei neuen anklicken, passiert gar nichts. Wenn wir jetzt Kämpfer anklicken, kriegen wir die Unterklassen angezeigt. Also wir können ganz normal Kämpfer machen. Wir könnten aber auch einen Berserker machen, der besondere Vorteile hat. Er kann Berserkerwut sich in Berserkerwut versetzen. Dadurch erhält er, solange die anhält, zwei... Erhält dann plus 2 auf Trefferwürfe und Schaden, aber minus 2 auf die Rüstungsklasse. Also er ist schon ziemlich stark gebufft. Er hält 60 Sekunden, also 10 Runden an oder eine Phase halt. Ist immun gegen Bezauberung, Verwirrung, Furcht, Schwachsinn, Festhalten und so weiter. Er hält im Kampfrausch vorübergehend 15 Trefferpunkte. Und die werden nach Ende des Kampfrausches halt wieder abgezogen. Er könnte also sterben, wenn er unter 15 Trefferpunkten ist. Und ja, er ist nach dem Kampfrausch eine ganze Weile erschöpft. Und kann sich halt mit Fernkampfwaffen nicht spezialisieren. Kann halt nur einen Punkt reinsetzen. Dann die beiden eher sinnlosen Klassen, der Magierkiller. Ist halt erstmal gut, um gegen Magier zu kämpfen, weil er Magier besser unterbrechen kann. Und er hat Magieresistenz. Kann aber keine magischen Gegenstände benutzen, außer Rüstungen, Waffen und Heiltränke. Also ich darf ihm keine Amulette anziehen, ich darf ihm keine Ringe anziehen. Und so weiter. Das ist halt auch ein bisschen unpraktisch. Und hat den Kensei noch. Der darf keine Schusswaffen und Rüstungen tragen. Hat dann aber halt schon von vornherein Boni. Trefferwürfe und Schaden pro. Also ist sozusagen die Mönch-Kämpfer-Variante ein bisschen. Sekunden lang automatisch Maximalschaden. Okay. Und beim Kleriker hätten wir Priester des Talos. Kann für je 5 Stufen einmal täglich Brittstahl einsetzen. Kann für je 10 Stufen einmal täglich Sturmschild anwenden. Keine Nachteile. Helm. Kann wahrer Blick einsetzen und zielsuchendes Schwert. Keine Nachteile. Kann Untote festhalten einsetzen und kann Latandas Geschenk einsetzen. Auch keine Nachteile. So, nur um euch mal zu zeigen, was uns jetzt ein bisschen entgeht, weil dadurch, dass wir damals in Baldur's Gate 1 einen Kämpferkleriker gemacht haben, können wir ihn nicht so spezialisieren, wie wir es hier könnten. Einen Moment, bitte. So, bin ich wieder. Sondern wir können nur für die Erstklasse, die wir ausgewählt haben, eine Spezialisierung auswählen.
Deswegen gehe ich jetzt mal auf Neubeginn und klicke Importieren, Spielfigur-Datei. Es gibt hier bereits ein paar vordefinierte. Die Plus-Dinger sind aus Thron des Baal, soweit ich weiß. Und die hier sind die Standard-Vordefinierten. Die Char 1 und 2 sind meine aus dem ersten Teil, die ich übernommen habe. Und zwar Char 1 ist mein Privatcharakter, mein erster gewesen. Also mein letzter, besser gesagt. Den ich vor dem Let's Play gespielt habe. Char 2 ist jetzt unser Charakter aus dem Let's Play. Wenn ich nämlich hier mal auf Fertig klicke, sehen wir schon. Kommen wir in die Charaktererschaffung zurück und können gleich auswählen, welche Unterkategorie wir gern haben möchten. Also ob wir den, statt dem Kämpfer lieber Berserker, Magierkiller oder Kent sehen wollen. Ich bleib bei Kämpfer. Und schwupps, sind wir bei unserer Talisa gelandet. Mit ihren ziemlich guten Stats, 19 Stärke, 16 Geschicklichkeit, 18 Konstitution, Intelligenz 11, Weisheit 20 und Charisma 19. Jo. Neutral gut, ist alles okay. Attribute werden halt übernommen aus dem ersten Teil. Also das, was wir durch die Bücher gebufft haben, haben wir jetzt hier wieder. Das ist halt der Vorteil, wenn man aus dem ersten Teil Char übernimmt. Jetzt gehen wir in die Fähigkeiten rein. So. Wir haben erstmal 6 Punkte übrig vom Krämpfer. Also Waffenpunkte. Und wie man sehen kann, es wurden die Waffenfähigkeiten arg aufgeteilt von Baldur's Gate 1 aus. Also, statt großen Schwertern haben wir jetzt Bastardschwert, Langschwert und Zweihänder. Statt kleinen Schwertern haben wir jetzt Kurzschwert und den Dolch. Und der Krummsäbel und Katana ist alles separiert. Und es gibt auch Kampfstile, nämlich Zweihänder, Kampfstil mit Waffe und Schild, Kampfstil mit Einhänder und so weiter. Ich hätte gerne erstmal 2 Punkte mit Waffe und Schild. Mehr kann ich da auch nicht reinpacken am Anfang. Die restlichen 4 Punkte gehen auf Flegel, würde ich sagen. Wobei auf Kriegshammer. So. Jetzt kommen wir zum Kleriker. Wie man sehen kann, haben wir viel weniger jetzt zum Auswahl. Schleuder zum Beispiel. Und die Kampfstile. Wir können hier unten immer noch keinen Punkt reinsetzen. Wir können die hier aber auch nicht rausnehmen. Dafür könnten wir jetzt den Kriegshammer auf Maximum bringen. Zum einen das. Und die restlichen 3 Punkte könnten wir dann eben in Flegel reinpacken. Das sind dann so eben die Hauptwaffen, Kriegshammer und Flegel, die wir benutzen werden. Flegel, Morgenstern. Ja, weil es gibt nachher den Flegel der Jahreszeiten, den finde ich eigentlich ganz cool, den wir uns da zusammenbauen können. Deswegen möchte ich gerne auch mal den Flegel reinpacken. Der wird aber erst später dann kommen. Solange werden wir halt wahrscheinlich mit dem Kriegshammer rumrennen oder wenn wir einen guten Flegel finden, einen guten Flegel nehmen. Wir werden eh, glaube ich, beim Level Up noch 1 oder 2 Waffenpunkte kriegen, die wir hier reinsetzen können. So. Aussehen. Ihr Haare ruhig etwas heller. Hautfarbe ist okay. Dunkelblau und silbern. Ihre Ausrüstung. Ja, die Stimme. Sterbt! Durch! Natürlich! Ich bin ja auch die beste Wahl. Eine logische... Dieser endlose Marsch ermüdet. Jeder hier wird von meinen Führungsqualitäten profitieren. Das klingt nicht schlecht. Ihr seid gar nichts. Hey, jetzt wo ich diesen Haufen an... Oh, ich könnte wirklich eine kleine... Ich bin mir sicher, wir könnten uns... Sterbt! Natürlich. Und das hier ist... die beste Wahl. Und das hier ist die Default-Stimme, also nehmen wir sie hier. Jeder hier wird von meinen Führungs... Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Ja, nehmen wir sie. Also die Stimme. Ja, und der lernte Priesterzauber. Wupp. Tiere beschwören haben wir sogar auch. Mit drin und so weiter. Name bleibt Talisa. Fertig. Und mit einverstanden starten wir jetzt endlich ins Spiel rein. Nachdem die Charaktererstellung jetzt so lange gedauert hat. So. Ah!
Es ist Zeit für weitere Experimente. Der Schmerz ist nur vorübergehend. Ihr solltet die Prozedur eigentlich überleben. Interessant. In euch ruht viel unberührter Macht. Erkennt ihr überhaupt eure Fähigkeiten? Weitere Eindringlinge im Komplex, Meister. Sie handeln früher, als wir erwarteten. Egal. Sie bewirken nur eine kleine Verzögerung. Aufwachen! Wacht auf! Beeilt euch, wir müssen hier abhauen! Ja, und es gibt dezent geringe Sprachausgabe, wie man gemerkt hat. Also jetzt zum einen der verrückte Magier, der an uns rumexperimentiert hat, und auch Imoen hat jetzt ein bisschen was geredet. Ja, fassen wir mal kurz zusammen. Wir wurden von einem irren Magier entführt, der jetzt gerade ziemlich schmerzhafte Experimente an uns durchgeführt hat. Und ja... Dieser Magier wurde jetzt angegriffen von irgendwelchen Eindringlingen. Einer dieser Eindringlinge hat es wohl bis zu uns geschafft, ist hier aber leider krepiert. An den vielen Fallen. Und jetzt ist Imoen aus irgendeinem Nachbarzimmer wohl entkommen und verhilft uns zur Flucht. Also, wir haben zur Auswahl. Was, Imoen, was ist los? Wer seid ihr? Beruhigt euch wieder, ich komme, wenn ich bereit bin. Wer seid ihr, wird wahrscheinlich jeder machen, der Baldur's Gate noch nie gespielt hat, also wirklich mit Teil 2 angefangen hat, ohne jemals den Einsatz zu spielen. Wir kennen Imoen aber fragen, was ist los? Er hat auch in eurem Kopf rumgespielt, ha? Also ja, jetzt hört die Sprachausgabe schon wieder auf. Alles, was ich weiß, ist, dass wir in der Nähe von Baldur's Tor waren und dass wir gefangen genommen wurden. Entführt würde ich das eher nennen. Ich denke nicht, dass ich mich an alles erinnern will. Er hat uns irgendwelche Sachen angetan. Talisa, wir müssen hier raus. Kann ich euch vertrauen? Ich kann mich an nichts erinnern. Sachen angetan? Was meint ihr damit? In Ordnung, ich komme, obwohl mir alles wehtut. Entschuldigung, könnt ihr mir die ganze Geschichte erzählen? Mir ist, als würde ich euch zum ersten Mal sehen. Nein. Sachen angetan? Was meint ihr damit? Kommt schon, Talisa, zwingt mich nicht daran zu denken. Er hat euch dasselbe angetan, denke ich. Jedenfalls habe ich eure Schreie gehört. Ich will wissen, wer uns verfolgt. Ich schulde ihnen noch einiges an Schmerzen. Ein bisschen Kopfweh kann mich nicht aushalten. Erst verschwinden wir von hier und dann finden wir heraus, was vor sich geht. Wenn wir uns in so großer Gefahr befinden, wie konntet ihr dann entkommen? Das würde ich gerne wissen, ja. Es gab einen Kampf, meine Zelle wurde beschädigt, ich glaube nicht, dass ich ein weiteres Mal kommen könnte. Der Schmerz in meinem Kopf wird schlimmer. Es ist kein normaler Schmerz, Talisa, er ist innen, als würden meine Knochen unaufhörlich in mein Hirn stechen. Ja, das klingt schmerzhaft. Seht mich nicht so an, es tut halt weh, in Ordnung, muss an dem Lärm gelegen haben. Es gab einen Kampf, irgendjemand hat unseren Kerkermeister angegriffen, glaube ich. Überall Tote und der Kampf geht immer noch weiter. Ich konnte es hören. Setzt ihr euch jetzt in Bewegung oder muss ich ohne euch losmarschieren? Ihr habt recht, lasst uns gehen. Ihr scheint es schrecklich eilig zu haben, mich zu verlassen. Fein, ich gehe mit euch, aber ich werde eure Befehle nicht gerade freudig entgegennehmen. Allein werden wir nicht weit kommen. Gibt es niemanden, der uns beistehen kann? Misk und Yahira sind ein Stück nordöstlich von uns eingesperrt. Das ist eine tolle, ziemlich komische Übersetzung. Anstatt dass sie sagt, die sind da hinten, sagt sie, sie sind nordöstlich, also von der Karte aus gesehen. Wir sollten sie befreien und danach unsere Ausrüstung suchen, ja. Wir sollten uns zuerst in dem Raum im Westen umsehen. Richtung Westen und dann ein Stück nach Norden. Ich glaube, dort Waffen gesehen zu haben. Der Raum ist nicht weit weg von hier. Ich denke nicht, dass das unsere Ausrüstung ist. Sie haben die besten Sachen wahrscheinlich verkauft, aber immerhin, das hier ist besser als gar nichts. Lasst uns jetzt gehen. Ja.
Es kommt kurz ein Quicksave oder ein Autosave. Keine große Herausforderung. Und wir können erstmal gucken, was er hier verloren hat. Ja, das soll die noch einstellen. Einstellungen. Quick-Info-Verzögerung ziemlich gering einstellen. So. Ja, das ist schon besser. Den Bogen kann sie leider nicht benutzen. Dafür kann sie die Pfeile mal nehmen. Und ja, wie im ersten Teil haben wir Gewicht. Und Imoen trägt einen Gürtel. Imoen hat keine Ahnung, wie sie an diesen Gürtel gekommen ist. Trotz all ihrer Anstrengungen und dem Einsatz von Magie ist es ihr nicht gelungen, den Gürtel abzunehmen. Ja, dieser Gürtel hier ist der, die Oh-Shit-Lebensversicherung, sage ich einfach mal. Es ist nämlich so, es gibt Leute, die vermuten, dass das hier der Gürtel des Geschlechtstausches ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er im Original hieß. Im ersten Teil haben wir ihn halt gefunden. Wie kann ich den vergessen, wie der genau hieß? Egal. Auf jeden Fall haben das viele vermutet, dass Imoen jetzt, ihr wisst schon, was ist. Das stimmt allerdings nicht. Das hier ist einfach nur eine Absicherung. Sollte Imoen nämlich während des Tutorials sterben, also auf 1 HP fallen, dann wird sie einfach durch diesen Gürtel rausteleportiert. Weil sonst wäre die Main Story am Arsch. Nur um euch das mal zu verraten. So, 104 Lebenspunkte stimmen auch. Das gab es nämlich auch einen Bug, dass die Lebenspunkte vom Main-Char nicht richtig übernommen wurden. Aber die scheinen hier doch zu stimmen. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir Minsk und Yahira hier rauskriegen. Ich warte. Nun gut. Ja, verstanden. Minsk wird wieder frei sein. Diese Fesseln werden meinem Zorn nicht lange standhalten und ich werde einer Menge Leute ganz schön kräftig in den Hintern treten. Ja, Minsk hat wie immer eine coole Stimme und ist auch eine coole Sau. Und er hat Bo, den unglaublich mächtigsten Hamster der Welt. Minsk, für eure mächtige Kriegerseele müssen diese Gitter unerträglich sein. Könnt ihr eure Wut noch so lange im Zaum halten, um diesen Ort sicher zu verlassen? Ich erinnere mich, mit euch gereist zu sein, aber wie kommen wir hierher? Falls ihr irgendetwas Sinnvolles zu sagen habt, tut es jetzt und ohne dieses Gejammer. Ja, diese Gitter müssen unerträglich sein, oder? Die Zeit ist zu kurz für dieses Geplapper. Lasst mich raus, ich werde alle Windeln weich prügeln, die es wagten, mich und Dina hier anzurühren. Sie soll gerecht werden. Beruhigt euch, wir müssen für die Flucht einen kühlen Kopf bewahren. Dina hier? Hier ist noch jemand gefangen. Also ja, zur Erinnerung, Minsk, Dina hier war eine Taumaturgin und Minsk war ihr Leibwächter. Und sie sind beide halt in die Baldur's Gate Region gekommen, weil Minsk so einen Initiationsritus hatte, um ein wahrer Krieger zu werden. Und ja, Dina hier wurde von Gnollen entführt. Minsk hat uns um Hilfe gebeten, sie zu retten. Wir haben sie gerettet. Beide haben sich uns angeschlossen. Deswegen ist Minsk jetzt hier. Und ja, Dina hier müsste dann auch hier sein. Dina hier ist noch jemand gefangen. Ich werde eure Ausbrüche müde. Sollte das nicht aufhören, verlasse ich euch hier und jetzt. Dina hier ist noch jemand gefangen. Gefangen? Ihre Seele ist in einem Käfig gefangen durch mein Versagen. Ich hätte sie beschützen müssen, aber sie? Sie töteten sie, während ich zusah, versteht ihr? Ich weiß nicht, wer sie waren, aber ich werde meine Schuld wieder gut machen. Also ja, Dina hier ist leider tot. Minsk, das ist ja schrecklich, es tut mir so leid für euch. Ich werde nicht um die Toten weinen, nein. Na gut, vielleicht ein bisschen, aber ich werde die Tränenflüsse durch meinen Zorn ersetzen. In die Hölle werde ich euch schicken, ihr Finsterlinge. Minsk wird euch zahlen lassen. Werdet ihr mir helfen? Wir müssen uns noch einmal zusammentun und unser Zorn wird so schrecklich sein, dass sich die Baden die Federn leer schreiben. Jawohl, Tinte wird knapp werden, wo immer wir auch hingehen.